So, Freunde, lang genug gewartet, es geht nach Miami. Move to Miami, you cut me, you boat. Hold my fiends on, stop doing coke. Bitch, I'm a champ on top of the ropes. So, Freunde, Vlog, lang genug gewartet. Es wird Zeit, wir fliegen endlich nach Miami. Ich freue mich schon seit Monaten auf diesen Moment. Wir haben gerade noch Sonntag, wir fliegen morgen früh um 7 Uhr los. Ihr seht auch hier, Koffer und so ist alles schon gepackt. Wenn ihr euch fragt, was hier drin ist, da sind meine Schuhe drin, auf Kanake angelehnt. Warte, ich zeig's euch. Hier sind meine ganzen Sachen gepackt. Okay, meine ganzen Jerseys, T-Shirts, Shorts und so. Ja Morant, free Ja Morant. Aber ihr seht, Jerseys, T-Shirts und so, auch das Gucci-Stimmband nehme ich mit. Hier ist auch Fenerbahce-Trikot. Frankfurt-Trikot ist auch noch irgendwo. Das Ding wird auch aufgeklebt irgendwo. UF, Ultras Frankfurt. Irgendwo klebe ich es auf in Miami. Wenn ihr wisst noch, was ich alles gekauft habe für Miami, dann checkt den... Ich verlinke es hier, okay? Checkt das Video hier. Erstmal muss ich aber noch zum Friseur kommen, wegen meiner Haare aussehen. Damn, ich war extra nicht beim Friseur am Freitag, einfach nur, damit ich es heute machen kann. Deswegen fahren wir erstmal zum Friseur. Danach vlogge ich, glaube ich, nicht so viel. Ich gehe danach mal vielleicht einen Kaffee trinken mit meinem Kollegen Chibi, der auch mit mir kommt. Checkt Chibi ab. Ich liebe den Jungen, der kommt mit mir mit nach Miami. Ja, es wird absolut geil. NBA-Vlogs kommen, Food-Tours kommen, Miami einfach ein bisschen chillen. Baddies klären, ihr kennt das Prinzip. Ganz wichtig, like das Video, abonniert den Channel. Es kostet nichts, es ist kostenlos, macht es doch auf Vlog und so. Weil jetzt kommen sehr viele Vlogs. Deswegen gehen wir jetzt zum Friseur und wir sehen uns, wenn wir beim Friseur sind. So, Freunde, beim Friseur angekommen, schon fast fertig. Bei Ahmed Abi, bester Mann. Auch an alle Bresler aus meiner Hut, die immer fragen, wo Ahmed jetzt ist. Gladbecker Straße 287. Kommt vorbei, Ahmed Abi, neuer Laden. Hier seht ihr so eine coole Transition, wenn ich meine Haare fertig geschnitten habe. Freunde, Meinung in die Kommentare. Hier auch der Brashimi jetzt am Schneiden. Und denke, heute vlogge ich nicht mehr den Tag. Sehen wir uns einfach morgen, wenn ich aufwache, am Flughafen. Nein. 3 Uhr morgens. Aufstehen war einfach. Einfach nur auch wegen der Vorfreude und so. Aber jetzt noch kurz was anziehen. Frühstücken. Duschen war ich gerade eben. Und dann fahren wir auch direkt los. Der nächste Tag. Heute ist Tag des Abflugs. Wenn ihr euch fragt, was sind das für Markierungen an meiner Wand? Das ist wegen FIFA damals Controller geworfen. Deswegen spielt kein FIFA. Ja, jetzt anziehen. Auf Lock. Abflug ist um 7 Uhr. Von hier nach London. Eine Stunde Flug, aber weil London halt eine Stunde zurück ist, heißt es, ich bin quasi gleich in der Zeit. Dann 2 Stunden Aufenthalt in London und dann 10 Stunden nach Miami. Leichter gesagt als getan. Deswegen gucken wir mal, was das wird. So, Düsseldorf angekommen. Abflug, die heiligen Toren. Geh rein. Schönster Flughafen in Deutschland. Vielleicht ist Frankfurt schöner. Düsseldorf Flughafen. Jetzt das Problem nur, wo ist unser Gate? London 7:10 Uhr. C46. Gehen wir mal hin. Flug. Hier sind so viele Menschen. Meint ihr, das sind Bots? Meint ihr, das sind echte Menschen jedes Mal? Guck dir das mal an. Warte, ich dreh mal die Kamera. Als ob die alle echt sind. Auf jeden Fall noch Outfit-Check. Natürlich Frankfurt. Leute, sagen wir immer, ja, warum ziehst du die Jacke immer an? Nervt nicht. Ich ziehe die Jacke nur zum Sport an und zu wichtigen Events. Und in Miami ist das Erste, was ich mache, Frankfurt repräsenten. Deswegen die Jacke. Ich sag ehrlich, ich bin behindert aufgeregt, weil man kennt die ganze Kultur nicht. Das ist so ganz anders. Einfach an andere Seite der Welt. Stellt euch mal vor. Naja, Koffer abgeben und dann haben wir erstmal Ruhe. British Airways und Paket abgegeben. Digga, Flughafen sieht chill aus. Das sind mit Abstand, ehrlich, die größten Betrüger. 1 Euro, 98 Dollar. Stellt euch vor, wie der Kurs ist. Der Kurs ist eigentlich, glaube ich, 1,1 bei Dollar. Also kriegst mehr Dollar für Euro. Hier ist aber auch weniger. Ich zeige euch auch gleich die Dollarnoten, die sehen extrem cool aus. Kann man halt nichts machen, ne? Wenn man darauf angewiesen ist, dann muss man das halt kaufen. Deswegen doof gelaufen, aber muss halt gemacht werden, ne? Ich zeige euch vielleicht, die Karten sehen extrem geil aus. Auch frisch gedruckt mit Abraham Lincoln drauf. DC. Andele. So, durch mit allen. Über durchgekommen. Wenn die wüssten, dass ich noch 10 Kilo Kokain im Handgepäck habe. Spaß an die Polizei, die das sieht. Alles zu Spaß. Chemies Outfit-Check. Easy Foams. FDY-Hose. Wie viele haben wir? Okay, eine Stunde noch, Digga. Frühstück mit Wasser. Flock. Frühstück am Flughafen. Omelette. Warm gemacht sogar. Kaffee, Wasser. Chemie genauso. Hat sich aber noch Haram bestellt. Ich sag ehrlich, Flughafenessen eigentlich overrated, aber schmeckt irgendwie immer krasser. Guck mal, Weitwinkel. Sag den. So sehen übrigens die Scheine aus, die Dollars. Wer ist der Ey hier aber hier? Auf jeden Fall, so sind die Dollars. Frisch gedruckt auch. Man riecht mal. Der Schein ist sehr klein irgendwie. Das fühlt sich nicht so echt an. Der ist extrem dünn, aber halt so komisch geformt einfach. Weil ich immer Einblick habe. Soll kein Weird Flex sein jetzt, ne, tut es nicht so. Sondern einfach, damit ich euch das zeige. Mal gucken, für was das drauf geht. In God we trust. So, Boarding startet jetzt. Richtung Flieger.
Wir sitzen jetzt im Flieger. Nochmal kurz zur Situation. Wir waren gerade am falschen Gate. Die haben Gate geändert, aber auf unserer Bordkarte stand 45 und es war 46. Das war, glaube ich, irgendwie eine Maschine nach irgendwie Türkei, irgendwie Kurdistan oder so. Und ich denke mir so, warum sind da nur Moslems? Da war kein Deutscher, keiner, der irgendwie Englisch aussah. So ein Bodenfresser war da nicht. Auch für den Vlog jetzt nochmal, Maximalbruch. Es ist zu windig in UK, deswegen 2 Stunden maximal Delay. Ja, was wir machen, England, scheiß Land, scheiß Windstärke. London ist zu windig, müssen wir jetzt im Flieger warten. Wir warten seit einer Stunde schon. Problem ist nur, wenn ihr da seht, ist es schon geklärt, aber Problem ist nur, ich habe gerade schon überlegt, ich habe schon gefragt. There has been an improvement, we've just had a message that the slot has come forward by just over an hour. Stunde müssen wir noch warten. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 8 Uhr, 9 Uhr sagen die, sollte abgehen. Eigentlich Zeit zum Abflug wäre 7.10 Uhr gewesen, aber das macht maximal Bock auf jeden Fall. Ich habe gerade schon gefragt, was ist, wenn man den Anschlussflug verpasst? Dann kriegt man einfach den nächsten quasi. Also man wird dann einfach in den nächsten Flieger gesetzt zum Ankunftsort. Problem ist dann halt nur wegen Check-in, aber das dribbeln wir schon irgendwie. Ich kann euch auf dem Laufenden. Wir haben in einem Delay so Snacks bekommen. Okay. Schmeckt so unglaublich scheiße, das ist richtig so für grüne Wähler, so Leute, die einfach so Greta Thunberg feiern. Läuft das, wie schmeckt's? Bodenlos, Alter, absolut scheiße, das schmeckt wie Stein, der ist wirklich richtig wack. Nur Freunde, es ging jetzt doch schneller als erwartet, wir fliegen jetzt, wir haben 8.41 Uhr. Weiß ich nicht, ob wir den Anschlussflug kriegen, wir hoffen, Bismillah Rahman Rahim. Der Typ sieht for real aus wie Andrew Tate, soll ich euch den zeigen? Ich zeig euch ihn. Und Jolly Sitz. Wer ist Jolly Sitz? Politiker. Okay, wir spielen gerade ein Spiel, ne Jungs? Und ich kann sagen, dass ich die Kenntnis dafür werde, okay? Aber vor uns, okay? Vor uns sitzt eine afroamerikanische Dame und wir machen so Rap-Lines erraten. Das heißt, wir sagen Rap-Lines und müssen sagen, welcher Künstler, welcher Song das ist. Und immer wenn das N-Wort fällt, machen wir so. Damit wir es nicht sagen. Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Spaß machen wir nicht. Black Lives Matter, alles gut. Gelandet, ich sag euch ehrlich, es war absoluter Horror. Gerade die Landung. Hey London, was geht ab? Ich hasse England so sehr und es hat sich wieder bewahrheitet. England ist einfach ein scheiß Land. Das Feedback zum Flug. Absolute Katastrophe. Auf jeden Fall, es ist wirklich verdammt windig, deswegen auch die ganzen Probleme. Es ist wirklich krass windig, also dass diese Bresler auch nicht wegfliegen, ist das einzige. Turbulenzen haben behindert. Aber Alhamdulillah, alles funktioniert. Guck mal Jungs, bitte wie hässlich. Ja, absoluter Stress gerade. Ich habe jetzt neue Karten bekommen. Wir fliegen jetzt um 11.55 Uhr. Eigentlich wäre der Flug um 9.40 Uhr gewesen. Jetzt haben wir neue Karten bekommen für einen neuen Flug. Alle Menschen absolut eklig. Flughafen absolut eklig. Land eklig. Stadt eklig. Unfreundlich. Alles scheiße. Ich schwör's euch. Wenn ihr nach London wollt, macht's nicht. Es war auch so absolut windig. Wir sind fast gestorben. Egal, wir machen jetzt Gate 40. Das Gate 23 bis 42 und dann nehmen wir den Flug. Problem ist nur, ich habe Ticket reserviert, also Sitz reserviert, zu meinen Sitz quasi. Und ich beruhe darauf, dass ich den kriege, auch wenn ich den Laden auseinandernehme. Ich sage einfach, ich habe Flugangst oder so, deswegen. Vlog, ihr wisst doch, Vlog. Ich sag ehrlich, wir sind hier so fehl am Platz. Es war so extrem stressig, ich hatte in meinem Leben noch nie so einen Stress beim ganzen Boarding und beim ganzen Hin und Her. Einfach nur, weil unser Flug halt 2 Stunden Verspätung hat. Jetzt sind wir, haben neue Plätze. Ich habe darauf bestanden, dass ich wieder nebeneinander sitze mit Shimmy, dass ich auch gute Plätze kriege. Aber auch ein bisschen Drama, aber ihr wisst, doch, Hype kriegt seinen Willen immer durch, deswegen. Der ganze Spaß ist aus. Mal gucken, was es jetzt wird. Bismillah sagen. So, wir sitzen jetzt im Flieger. Andere Sitze eigentlich hätten wir erst 3 bekommen. Ich zeig's euch mal. Da würden wir eigentlich sitzen. Aber nicht so schlimm. Die haben gesagt, ich krieg mein Geld zurück. So sieht's übrigens aus hier. Beinfreiheit ist auf jeden Fall da, auf Lock, okay. Dann hast du hier so ein Screen einfach mit so Filmen, Unterhaltung und Kinofilme und so und Essen und so. Eigentlich ganz cool. Hast hier so eine schöne Fernbedienung. Wir wollten uns erst einen Flug um 2 Uhr geben und das wäre halt scheiße, weil dann würden wir echt spät ankommen in Miami. Das heißt, wir haben jetzt einen Flug um 11.55 Uhr bekommen, London Time. Also quasi 3 Stunden gespart quasi, wenn du so überlegst. Nur damit wir jetzt noch rechtzeitig ankommen, weil da wäre ein Tag wär komplett weg gewesen in Miami. Jetzt hast du wenigstens den Tag noch so ein bisschen drin, weil du halt so erst so, ja, 5 Uhr ankommst, aber das halt ganz chillig ist, weil du dann ganz in Ruhe ins Hotel fahren kannst, vielleicht noch ein bisschen rausgehen kannst, etc. Essen ist da. Ich sag euch ehrlich, Essen sieht bodenlos aus. Was soll das hier sein? Das soll Reichweite persönlich essen, 8 Mal. Cakes, Brötchen, was auch immer das sein soll. Freunde, ich versuche hier die ganze Zeit zu schlafen und ich schlafe die ganze Zeit.
denke so, dass ich jetzt schon so 8 Stunden geschlafen habe. Einfach, ich zeig's euch. Einfach noch 5 Stunden und fliegen erst seit 4. Wir fliegen schon 4 Stunden, einfach noch 5 Stunden fliegen. Guck mal, wir sind einfach über dem Nirgendwo. Sitz und so ist bequem. Und ist noch extrem chillig, muss ich sagen. Wir haben quasi die ganze Viererreihe, deswegen auch so, weißt du, dieses lockere hier bist du. Leute, wir haben jetzt so Eis bekommen, ne? Die gehen immer rum und das finde ich auch ganz cool. Also du bleibst hier nicht hungrig und auch nicht irgendwie durstig. Aber wir machen mal jetzt live die Geschmacksprobe, weil das Essen gerade war bodenlos. Ich hab Hunde, das ist so das Essen. Ich merke nicht, wenn es aufgetaucht ist. So, Freunde. Wir sind jetzt schon fast da. Wir haben so lange gewartet, bis es schmilzt. Ich mache es vor mir jetzt, okay? Das Ding ist, hier ist halt wirklich minus 50 Grad. Wir geben uns Eis, als wenn es hier keine Ahnung Hochsommer wäre. Aber Eis schmeckt. Kurzes Update. Ich habe gerade Avengers. Der Endgame guckt, extrem geiler Film, kann ich dir empfehlen, Ende und Gänse. Ich fliege gerade über Philadelphia, Boston auch schon vorbei, Toronto auf der linken Seite. Es ist crazy, wie viele so große Städte einfach drin sind. Wir haben jetzt noch knapp 2 Stunden Zeit, 2 Stunden 3. Ja, es geht aber mittlerweile auch schnell vorbei. Ich stelle das Video, was ihr gerade seht, oder sind wir 2 Stunden in Miami? So, wir sind jetzt da, Miami angekommen, das ist die Maschine. 10 Stunden, also sag ich ehrlich, ging schnell vorbei. Da hat sich zwischendurch angefühlt wie 3 Wochen, aber sonst ging klar. Auch lange geschlafen. Yeah. Deutsch immer rechts. Mal gucken. Non-US Citizens Visitors Residence. Okay, was werden jetzt? So, Freunde, Koffer haben wir jetzt auch. Guck mal, bitte gib den Koffer da einfach stehen. Weil wir halt die Maschine so versetzt bekommen haben, stand unser Koffer einfach da. Jeder hätte die einfach klauen können. Naja, jetzt gehen wir einfach direkt raus. Wir müssen auf jeden Fall, wir haben extrem Schmacht. Also ich natürlich nicht, weil ich nicht rauche, aber einer von zwei hat extrem Schmacht. Erstmal Blumen pflücken und dann SIM-Karte klären. Und dann sind wir schon in Miami angekommen. So, Freunde, wir sind jetzt im Taxi. Der Taxi war auch sehr, sehr korrekt. Haben jetzt alles geklärt. Sind jetzt auf dem Weg zum Hotel, war ich stressig, aber ich sag mal so, wenn man sich jetzt die Aussicht hier anguckt und die ganzen schönen Palmen, ich zeig's euch jetzt auch gleich sofort, dann geht einem auch das Herz auf und man ist froh, dass man es wirklich gemacht hat. Wir haben jetzt hier 18.56 Uhr, heißt knapp 7 Uhr und ich glaube bei euch ist gerade Mitternacht und guckt euch mal an, wie hell das hier ist. Es ist wirklich noch super schöne Zeit, es sind Palmen überall, gerade nicht so schöne Aufnahmen hier, so sind die Straßen hier aus, die jetzt wenn wir an der Avenue sind, im South Beach, dann zeige ich auch noch ein paar mehr Aufnahmen. Human being of God. And I tried to do the thing. We're chilling down here, brother. My name is Jackson and I'm with my friend Tab and two other brothers. We're chilling, baby. Miami, baby. Sieht ja auch mal so ein Polizeiauto. Schön aus eigentlich. Das ist Baseball Arena von Miami. Ah, sieht wild aus, Alter. Oh, sieht extrem wild aus. Gleiche Problem wie auf der A2 in Deutschland. 3 Spuren werden eine. Deswegen ist halt die ganze Zeit Stau. Nur wegen diesem kleinen Weg hier. Ah, genau wie in Deutschland. 1:1. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich filme einfach. Oh, sieht das schön aus. So beautiful. FTX Arena. So,
Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Damn, das war echt ein Stress. Echt. Ach, ach, ach. Naja, wir sind jetzt da. Und ja, gehen vielleicht nochmal raus. Wir müssen noch eine SIM-Karte kaufen, das ist ganz wichtig. Und dann, ja, beende ich den Vlog, wenn wir das getan haben. Wir sind jetzt draußen. Ein bisschen an der frischen Luft. Guck dir das mal an, hier, wie es hier aussieht. Glänzen überall. Das ist schon crazy. Die bringt richtig am Vibe. Guck dir das auch Auto an, Alter. Also was hier abgeht, ist wirklich behindert, Alter. Was hier abgeht, ist wirklich absolut behindert. Das ist ein bisschen wie Malle. Nur irgendwie sehr viel wilder und sehr viel reicher, irgendwie. So, für die kleine Stärkung jetzt haben wir uns für den Laden entschieden. Der sieht echt gut aus. Ich denke, das wird auch das Letzte sein, was wir heute machen. Danach gehen wir auch schlafen. Milkshakes und Burger gibt's hier. Mal gucken, was der Laden verspricht. Mal gucken, was der Laden kann. Ja, mal rein. Gucken wir mal. Ihr seht immer die Karte, wie das hier aussieht. Ich sage, die haben nicht gelogen, als sie sagen, dass Miami echt teuer ist. Also ich glaube, ich nehme hier den Waffelburger, aber ohne Bacon. Excuse me? Yes. Can I get a Coke Light? Dann, das sieht hier so komisch aus, irgendwie. Das ist so unübersichtlich, die Karte. Und die Sides sind hier unten. Ich habe überlegt, Mac and Cheese, aber ich glaube, Mac and Cheese mit dem Burger zusammen wäre ein bisschen komisch. Nehme ich aber ganz normale Pommes. Oder was gibt's hier noch? Ja, ich nehme die Pommes. Als Getränk eine Cola dann und dann gucken wir mal. Komisch ist halt nur, man weiß halt nie, wie das mit dem Tippen aussieht. So, weißt du, man muss ja mal Trinkgeld geben. Denke ich. Man muss ja mal Trinkgeld geben. Und ich habe dann den Taxifahrer gefragt. Der meinte, das ist irgendwie ganz chillig. Das ist so auf dem Endbetrag steht es direkt drauf, was man geben muss. Deswegen gucken wir mal. Und dann, wie das abläuft. So, Freunde, wir sind jetzt da. Okay, Bestellung kam auch. Waffelburger. Bisschen komisch, ich weiß, sieht komisch aus, aber. Mal gucken, wie es schmeckt mit ganz normalen Pommes, ne? Aber sieht aber echt gut aus, so saftig, schmachtig, köstlich, schmächtig. Bismillah. Mhm. War jetzt unnormal gut. Ja, unnormal lecker. War vielleicht nicht gesagt, aber schmeckt richtig gut. Yes, very good, thank you. Deswegen, wir essen jetzt auf und dann melde ich mich doch mal, weil der ist echt gut, ja. Also ich gebe dem ganzen Essen eine, ich würde sagen, so eine 8 von 10. Ich hätte nie gedacht, dass diese Waffeln so lecker schmecken, aber die Waffeln waren extrem geil. Wir sind wieder am Ocean Drive, also hier an dieser Main Street, ne? Es ist so krass, was hier abgeht, so wie es hier ist mit der Stimmung und wie die Leute hier drauf sind, die Autos. Also es ist wirklich brutal, was hier abgeht. Wir laufen jetzt so eine schnelle Runde, ich nehme euch ein bisschen mit und dann gehen wir auch Richtung Hotel. Karte kriegen wir leider nicht mehr, weil es zu hat, dieser Market, wo man das kriegt. Aber ja, hinter mir sind ja auch ein paar Baddies. Baddies sind ja auch echt crazy, ne? Mal gucken, wie der Riz-Master das handelt. Aber ich zeig euch mal hier, was hier abgeht. Das sind immer die Fetten, die tanzen. Das sind echt unnormale Vibes, man. Jeder hört hier Rap, fette Autos, Lambos haben wir gesehen, Ferraris haben wir gesehen. Guck mal da, King Moon. Ich vertraue mir aber auch keinen Spaß hier zu filmen. Einfach nur, weil wir machen auch so die ganze Zeit irgendwelche so Bemerkungen darüber. Man weiß nicht, ob die Leute eine Waffe haben oder nicht. So, weißt du, in Deutschland unsere Eier würden zählen. Kein Problem. So, weißt du, wer soll uns was tun in Deutschland? So. Aber in USA, Miami, bedeckt halt. Hier seht ihr auch, die drehen ja auch Smash of Pass Videos. Auch in Miami drehen die Smash of Pass Videos. Frankfurt Edition, Miami Edition. Guck mal bitte die Vibes hier, Jungs. Guck mal bitte die Vibes hier. Digga, und da geht's richtig ab da hinten. Es hört auch nicht auf, es wird einfach auch immer wilder. Auch Polizeipräsenz ist hier so verrückt, ne? Wie viele Polizisten hier sind. Das ist schon crazy hier. Dann da hinten waren so 80 Dinger. Guck mal, wie wild die Karren hier sind, Alter. So wild, Alter. Jeder fährt in dicke Autos. Jeder, ich sag ehrlich, an meinen schwarzen Bries, hier sieht jeder fresh aus. Also ehrlich, jeder schwarze Junge hier sieht fresh aus. Das ist so crazy. Alle geleckte Schuhe. Guck mal, wie sauber der Boden ist. In Deutschland würdest du schon 80 Zigarettenfilterstümmel irgendwo finden. Hier hast du das nicht. Alles clean. Wir sind die Einzigen, die rauchen. Also nur Chemie, weil ich rauche nicht. Wir sind die Einzigen, wir wissen gar nicht, wo wir rauchen sollen, wie wir rauchen sollen, ob wir rauchen sollen. Das meine ich halt. Man ist so richtig so mit den ganzen Feelings und so überwältigt. Man weiß gar nicht so, wie man sich benimmt, was man macht. Aber kriege mich schon hin. Wir passen uns langsam an. Mit jedem Typen, der auch an mir vorbeiläuft, denke ich mir immer wieder, ey, die Kanaken sind genauso in Deutschland, weißt du? Keine Ahnung, Düsseldorf, Altstadt, hoch runterlaufen, als Kanake böse gucken, machen wir auch. Von daher, auf Lock. Der Bruder auch.
So, Freunde, ich habe vergessen, Outro aufzunehmen von dem gestrigen Tag, von der Ankunft. Deswegen hört es jetzt nochmal von mir. Jetzt kommen noch mehrere Vlogs auf jeden Fall. Jungs, lasst ein Like da, kommentiert was Schönes, abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Ich guck mal, welche Videos mal hochlade, weil ich meine, mit dem ganzen Reisen und dann noch Videos schneiden und so, das dauert ja auch immer sehr lange. Es ist halt immer sehr stressig, aber irgendwie kriege ich schon hin. Bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Heute habe ich auch viel gedreht. Morgen geht es zum NBA-Game. Außer... Barca. Pizza.